3, 2, 1, Stille. 3, 2, 1, Stumbleguys. Nicht wahr? Da kannst du einfach sowas sagen wie Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stumbleguys mit ganz fürchterlichen Opfern, nicht wahr? Sehen Sie eins Fuchs, ja, sehen Sie eins Max, sagen, aber halt, und eine Katze. Ja, perfekt. Also ich glaube, sie hat die Anmoderation besser gemacht, als ich in den letzten 2 Jahren. Bitte nein. Also, ich möchte kurz dazu sagen, dass sie im Gegensatz zu mir überhaupt eine Anmoderation hat. Deine Anmoderation ist Halli, Hallo, Hallöchen zu einer weiteren Folge Minecraft Minigame. Mittlerweile sage ich tatsächlich lila Leute. Lila Leute. Ja. Oh, ist das süß. Stimmt. Ihr seid viel zu jung. Thomas, was ist lila Leute? Thomas, was ist das? Hast du gerade Telefon? War vorhin nicht die Frage, wie man mit 6-Jährigen spricht? Ich glaube, die Anmod ist ganz gut dafür. Lila Leute und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde. Dann fängst du an zu singen, so Kinderlieder. Ich glaube, ja. Die beste Art wäre so zu machen, wie Epics dann. Hallo, hallo und hallöchen, wie geht's euch, meine lieben Freunde? Heute spielen wir Minecraft und mit euch wieder der liebe Tom. Wundervoll, warum heute geht's hier nicht los? Was soll das? Ich werde 1000 E-Bucks kaufen. Ihr dürft mir dabei zugucken, wie ich all mein Geld für ein absolutes sinnloses Spiel investiere. Tom, ich dich dann auch rein. Okay, mach ich. Beweg dich. Ist nicht jedes Spiel ja, irgendwie sinnlos? Ach so, wir sind schon in der Aufnahme. Ja, was? Schon lange. Hä, also bitte, hast du mich ignoriert? Willst du, soll ich rumkommen? Soll ich dir eine knallen? Was ist da los? Ja, und zwar eine, nicht dich, nur dir eine knallen. Ja, ich weiß, ich nehm's auf. Oh mein Gott. Also, wenn du über die ganze Zeit Knallen sprichst oder so, nicht, dass nachher noch dein Ehemann oder sowas da, ne, ein bisschen wütend wird. Psch, der schläft. Das habe ich verdient. Ach, du bist schon so alt, dass du verheiratet bist. Um den Kontext aufzuklären. Bist du vergeben? Aber sowas von... Also laut Luca ist sie verheiratet. Das so, heißt ja nichts. Wie ist das? Was hat meine Mutter immer gesagt? Das ist eine Tatsache, aber kein Hinderungsgrund. Ja, wie gesagt, das habe ich einfach aufgemacht. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Mhm. Oh mein Gott, tschüss. Boah, das ging aber Luca, fix. Wenn du einmal in deinem Leben irgendjemand fremd gehst oder dafür sorgst, dass jemand mit dir fremd geht, dann poliere ich dir deine Fresse. Achso, ich dachte, du kommst in die Hölle oder so. Ich muss aber leider schon einwenden, ich bin schon mal jemandem fremd gegangen, so ist das nicht. Entschuldigung? Du meinst, du hast mit jemand anders aufgenommen? Die Frage ist, du bist da stolz drauf? Die Frage ist, ob du das Risiko eingehen möchtest, mal nach Sachsen zu kommen, nachdem du das gesagt hast. Also, ich sag dir so, wenn ich dir sage, wer es ist und in welchem Kontext, dann siehst du die Dinge nochmal anders. Denn es handelt sich um Jojo und Jojo hat... Ich hab Gründe gehabt. Ja, toll. Ich hab Gründe gehabt. Selbst wenn die Person Hitler gewesen wäre. Fremdgehen ist Fremdgehen. Oh, wobei Hitler wäre ich auch fremdgegangen. Wieso? Fremdgehen ist Fremdgehen. Das hättest du aber bei dem nur einmal gemacht, oder? Danach bist du... Danach hat er da gesagt, die Eva. Du hast mehr Fremdverdienen, du kommst dann in das Gaszimmer mit den ganzen Juden. Oh Gott, bitte. Vorsicht. Also, ich für die vulgäre Sprache an sich wird er wahrscheinlich wird das Video nicht gestrikt. Dafür aber auf jeden Fall. Jo. Tja. YouTube hört alles. Das ist der Vorteil der Sachsen. Ey, aber, come on. Luca, du kannst dir in einer Sache Hoffnung machen, und zwar ist bei mir im Stream, hat Basti das N-Wort gedroppt und mein Stream wurde nicht gestrikt, deswegen vielleicht hast du Glück. Wer weiß. Und Twitch ist, was die Maßnahmen angeht, strenger als YouTube. Vielleicht war die Soundqualität so schlecht, dass der Bot es nicht verstanden hat. Ich glaube ja, schon, dass man das verstanden hat. Ich habe Max extra leise gestellt, dass eigentlich nur ich ihn höre. Ah ja, natürlich. Ich habe auch alle von ja, alle, ich habe euch alle stumm gemacht. Ich rate einfach, was ihr sagt. Aha, okay. Penis, ja genau, das dachte ich mir auch. Wie alt bist denn du, Glenn, nochmal? Ich bin 85.
Achso, nee, ich hab grad gefragt, wie hoch dein Bodycount ist, warte was. Nee, das reicht nicht. Das ist eher so die dreistellige. Oh Gott. Im dreistelligen Betrag. Oh Gott, Alter. Mit Kommas, ja, aber. Sienna, das ist auf Aufnahme gerade. Nein. Ey, Luca, hattest du gerade meinen Move auf Aufnahme? Nein. Was? Ey, weil das Ding ist, ich bin gerade zwischen diese Dinger, zwischen diese Stacheln gebackt und bin die ganze Zeit hin und her geschubst worden und bin dann rausgesprungen und bin sogar noch auf der Plattform gelandet. Ja, ich bin eigentlich voll gut, aber ich bin da rumgebackt. Ich konnte nichts dafür. Nein, ich bin halt aus der Übung, okay? Ich habe, nicht umsonst, habe ich 98 Trophäen. Und ja, ich weiß, Luca wird jetzt kommen, ich habe 160 noch was. Aber... Ich habe vermutlich gar keine und ich habe dich abgezogen vorhin, also... Keine. Ja, das liegt daran, weil ich habe das Spiel heute installiert. Ich spiele es zum ersten Mal. Ja, und ich habe seit 5 Monaten also nicht mehr wirklich aktiv gespielt. Ich komme mittlerweile übelst easy im PvP, was Minecraft. Na, ja, Max, Fragezeichen. Du hast selber gesagt, dass ich mittlerweile besser bin als du, ne? In gewissen Ich glaube, da hat er gesoffen. Ja. In gewissen Spielmodus. Wenn Tom säuft, dann versteht man nur noch die Hälfte, was er sagt. Ja, und deshalb hast du verstanden, du wärst besser, aber da fehlten Worte, weißt du? Ja, weil ich vor Kugeln nur noch am Lachen bin, genau. Weil ich vor Lachen nur noch am Kugeln bin, wollte ich sagen. Weil du vor der Kugeln nur noch am Kugeln bin. Boah, das war wie delicious. Ich seh dann nur noch Kugeln. Katastrophe, Leute. Diese Liedige. Ich stell euch jetzt Wenn ich angetrunken bin, dann lache ich nur noch. Ja, das habe ich zu Weihnachten letztes Jahr gemerkt. Ey, besser als Leute, die aggressiv werden und alles zusammenschlagen. Ja, das ja. Alles und jeden vor allem, das ist so eher das Problem. Weil das Haftpflicht regelt, aber wenn du eine Person verletzt, ist das halt doof. Ungeschickt. Ja, deswegen, ich lache die Leute lieber aus, statt sie zu schlagen. Nein, du lachst die Leute an. Also bitte, du bist doch wohl nicht so gemein, also. Du schlägst keine Person mit dich daran, weil du keine Kraft in den Arm hast. Also, wenn Tom betrunken ist, dann wird Tom zum Bastard. Zu was, bitte? Family friendly, 6-Jährige, komm schon. Ich werde zu einem Family friendly Sport, das ist halt einfach uneheliches Kind. Ich meine, ich bin wirklich ein uneheliches Kind. Ich weiß. Das klang gerade so depressiv irgendwie, wie du das gesagt hast. Richtig traurig. Ja und? Da bin ich auch froh. Also, stell dir mal vor, meine Mutter wäre mit meinem leiblichen Vater verheiratet, Alter. Geht's euch gut? Nein. Leute, ich glaube, es wird gleich ein Fünferkill. Anni, doch nicht. Ich stelle euch jetzt mal eine Kontextfrage. Also für den Kontext. Guckt ihr Animes? Bei Tom weiß ich. Natürlich. Menschen, die das nicht tun. Ich guck ab und zu mal so einen Anime pro halbes Jahr, weil mich interessiert. Das andere Frage. Habt ihr JoJo's Bizarre Adventure geguckt? Ein Teil, aber hat mich nicht gehuckt, muss ich sagen. Ich hab 2 Staffeln gesehen, aber mich hat's nicht begeistert. Du sollst auch nicht nur bis zu 2 Staffeln gucken, du sollst ja auch durchgucken. Aber wenn es mir nicht gefällt, ist es nicht Attack on Titan oder Demon Slayer oder Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen Naruto. Ist geil. Naruto? Also ohne die Filler kann man vielleicht weglassen, aber sonst. Achso, du meinst die Filler, die auch... Nee, Fairy Tail ist kein Anime. Fairy Tail ist eine Schande für die Menschheit. Und zwar habe ich gestern einen TikTok gesehen, weil YouTube dort ist nicht real, habe ich gestern einen TikTok angeguckt mit Typen zu allerlei Geschlechtern auf einer Anime-Con, die immer rumgegangen sind und gesagt haben, shake my hand in character, also schüttle meine Hand. Ach, da habe ich auch Zeug von gesehen, ja. Und da war auf einmal... eine nicht so gute Person, der man nicht die Hand geben sollte, wenn deine Hand sehr schön aussieht. Was? Und zwar Yuji Kagami.
Das Ding ist, weißt du, was ich traurig finde, Max? Ich bekomme immer die Reels, wo du drunter, entweder hast du da drunter kommentiert, oder wir sehen einfach random so die gleichen Sachen. Ich bekomme immer das, was du anguckst. Tom, wie oft willst du mir das noch erzählen? Ja, nein, aber ich find's traurig. Er will, dass es aufhört. Er will, dass es einfach aufhört. Dieser Albtraum muss enden. Ja, ich will wirklich, dass es aufhört. Ich will die Sachen nicht sehen, die du siehst. Weißt du, ich bin zwar 85, aber da gibt's sowas von wegen nicht interessiert oder nichts vom Kanal anzeigen oder so, oder nicht? Ja, nee, ich bekomme trotzdem immer das, was Max anguckt. Also das ganz ehrlich, wenn ich 85 bin, wenn ich 85 bin, will ich ein cooler Opa sein oder Opa. Du wirst kein Opa. Das glaubst du, aber du kriegst niemals so ein Rauschebart wie ich. Also wenn du Damenbart hast, dann geh ich. Also wenn du keine 160 wirst, dann wirst du auf jeden Fall eher abkratzen als ich. Was hast du gesagt, Lümmel? Du kleines Balk. Oh, Lümmel, du. Was soll das, du freches Balk? Das klingt wieder nach Kollege H. Ich weiß schon. Eva. Nach Kollege H, okay. Du meinst nach du meinst Rudolf Hattler? Genau so. Nee, ungefähr. Alfons. Alfons Hitler. Nein, das ist schon wieder nicht so nett von dir, Tom. Es ist Rudolf Hattler. Warum? Er heißt Alfons. Ey, oder? Also, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Eigentlich darf ich das ja sagen, oder? Luca, wegen Werbung? Ja, den Namen darfst du nicht sagen. Sonst wirst du, sonst wird kennt ihr diese rechtsextremen österreichischen Süßigkeiten? Wenn du welche? Weißt du, was ich meine? Panzerschokolade? Ach, die wie der Österreicher halten. Aber Hitler ist so will. Junge, ich frage mich, wie man auf diesen Namen kommt. Ich meine, die hätten jeden Namen für ihre Firma nehmen können. Aber nein, die mussten es österreichisch nennen. Warum? Hitschler sind richtig lecker, Alter, ganz ehrlich. Ja, aber warum der Name? Warum nicht? Leute, no, Leute, jetzt echt! Was war das denn gerade für eine Stimme? Ich hätte... Ich wusste gar nicht, dass du Raucher bist! Ich hab mal diese Map überlebt. Ich bin seit 86 Jahren! Ich hab im Mutterleib schon angefangen. Meine Mutter hat mir vorgemacht! Der hat die Zigaretten immer runtergeschluckt, dass sie ankommen. Meine Mutter hat ganze Zigaretten runtergeschluckt, damit ich auch ankomme. Das heißt aber, dass du schon geraucht hast, während du noch Quark im Schaufenster gewesen bist. Aua. Na klar. Naja, ich vermute mal, die Mutter hat dann ganze Zigaretten runtergeschluckt. Ja, die wahrscheinlich eine ganze Packung direkt, weil die durften ja nicht feucht werden. Weil sonst gehen die nicht mehr an oder sehr schlecht. Ach, das weißt du. Selbst wenn der Filter durch, das ist dann abartig. Max kennt sich mit Tabak auf einmal aus. Das ist Max, der alte Kettenraucher. Der Tutorials geguckt. Du hast schon dreimal versucht, mit Rauchen aufzuhören, hast dann wieder angefangen. Also, ne? Wollt ihr auch nur erwähnen, dass ich schon rauche, seit ich 8 bin. Also von daher macht es halt keinen. Ja, das ist nicht mein Problem, will ich nochmal an der Stelle sagen. Jeder hat Fehler, Max. Man muss lernen, die Fehler anderer Menschen zu reflektieren. Nein, nein, so kurz vorm Ziel, ich glaube das nicht. You utter fool. Aber jetzt waren meine Reflexe noch besser. Oh. Also ich kann euch empfehlen, falls euch so langweilig ist, dass ihr nichts im Leben zu tun habt, guckt Jojo. Und durch, nicht nur anfangen, sondern durchgucken. Staffel 1 und 2 sind lame, aber ab Staffel 3 geht's richtig los. Wenn's auf Amazon laufen würde, würde ich's mir angucken, aber... Crunchyroll. Ja, sag ich auch immer. Ja, Crunchy auf Crunchy. Ja, nee, aber ich bin irgendwie zu faul, um mir das runterzuladen. Ich bin aber zu faul für die 3-6. Bald kannst du es dir leisten. Bald kannst du es dir leisten. Denk dran. Wieso? Was meinst du? Achso, ja. Bald kann ich mir Dinge leisten, ja. Wenn der Sugar Daddy endlich den Antrag akzeptiert? Ja, wenn du endlich den Antrag akzeptierst. Ja, du kannst durch meine Dummheit gestorben, geil! Aber es sah richtig gut aus. Provokant, aber... Ja.
Das ist die neue Strophe. Ja, nein. 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 Man versteht halt legit gar nichts. Ja, true. Bei Luca versteht man einfach nur. Mhm. Ja, kommt, Leute. Es hat sich so viel, als ob du Bürgergeld kriegst, Tom. Nein. Sogar noch besser, aber wie gesagt, ich erzähl's dir gleich nach der Es gab Aufnahme. Einen Fehler. Oh nein, es gab einen Fehler. Okay, ich bin jetzt nicht fies. Ich lass es lieber. Du bist ein Fehler, deine Mutter war ein Fehler, du warst ein Unfall. Was wolltest du sagen? Du bist ein Fehler. Tatsächlich, ja. Ja, ich aber bin nee. Auch ein Fehler. So böse bin ich gar nicht. Ich bin auch ein Fehler, by the way, okay? Ja, ich bin auch ich würde mal sagen, ich bin ein sehr ungewolltes Kind. Ich möchte an die Szene erinnern von Leute von Powerpuff Girls, wo die drei Powerpuff Girls ja ihren menschlichen Freunden erzählten, wir sind durch einen Unfall des Professors entstanden und das menschliche Mädchen haut einfach raus. Keine Sorge, ich war auch ein Unfall. Ja, das ist dann in dem Falle Sienna. Also ja. ich bin kein Fehler an sich gewesen, aber ich bin eine unerfüllte Hoffnung. Ich bin auch ein unerwünschtes Kind. Also höchstwahrscheinlich, weil wer wollte mit meinem Zeuger schon Kind zeugen? Außer die eine dumme Fotze nach meiner Mutter. Naja, bitte? Ich meine, sie, deine, nicht böse gemeint, aber deine Mutter muss es ja freiwillig getan haben, es sei denn, dein Vater hat Dinge getan. Ja, also ich könnte ihm zutrauen, dass er Dinge getan hat, Tom. Das würde ich ihm sogar sehr, sehr arg zutrauen. Ja, aber glaubst du dann, so weiß ich nicht. Atmen, bitte. Alles wird gut. Spiel, ne? Liebe und Freundschaft und Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Ich glaube an Wissenschaft, Tom. Der andere Schmarrn kann mir gestohlen bleiben. Ach so, also gibst du zu, dass Gott. Gott ist ein Bastard. Nein! Naja, auf jeden Fall ist er ein ziemlicher ABC, wenn man so, ne, Bibel und so Geschichten verfolgt. Ja, Gott hat einfach mal alle ersaufen. Aber das Ding ist, Gott ist, der hat einfach gesagt, ich bring mal deinen Sohn um, damit du mir weißt, dass du mich liebst. Ja, genau so. Und auch das mit den Salzsäulen und, ne, allein schon die Flut und sowas ist, bisschen A-Loch-Move, also es ist so ein bisschen... Rachsüchtig. Ja. Das ist nicht okay. Das ist auch nicht okay. Ihr seid alle auf der rechten Seite. Ich bin politisch. Was? Bitte. Also du kannst jetzt nicht einfach hier meine politische Orientierung preisgeben. Das Ding ist eigentlich, das schönste Bundesland Deutschlands. Das Problem ist, hier wählen zu viele Menschen die falsche Partei. Oder die richtige. Weil die AfD ist scheiße. Das ist voll traurig. Hast du mal... Über Basti brauchen wir jetzt nicht reden, aber hast du mal Basti seine Stories gesehen? Nein, ich hab Bastis Instagram, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, seine WhatsApp-Blogger, die Bahn. Du meinst seine Statuen? Seine Statussen? Statussis. Ich wollte eben nicht nochmal kurz dazukommen, Leute, und zwar ist mir aufgefallen, 90%, what the fuck, was war das? 90%. Ja, nee, aber war, worauf ich zukomme. Lediglich zu. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal ein Abo da lasst zwischendurch. Wäre mega nice, kostet nichts und unterstützt meinen Kanal, damit ich auch weiterhin hier gute Videos produzieren kann, weil das ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig. Und man wird auch besser im Bett dadurch, das musst du noch betonen. Abonnieren von YouTube-Kanälen, also von guten, das hilft einem im Leben weiter. Nee, worauf ich zurückkommen wollte, das ist voll traurig. Er hat so eine Karte geteilt, wie viele Leute die AfD wählen, ne? Das ist voll traurig. Ach komm, ich bin raus und dann kommen meine Lieblings. Die meisten wählen AfD in Thüringen und in Sachsen. Aber in NRW wählen auch viele. Wir haben überall fast 20%. Das liegt daran, weil die Menschen unzufrieden sind, weil die anderen Parteien nur mal Scheiße bauen und es verkacken. Das Problem ist, dass die AfD ja keine Lösung hat, sondern nur gegen alle hetzt. Das ist so das Thema. Ich würde jetzt mal sagen, ich stelle mich mal auf die politische Seite der FDP. Die FDP wäre geil, wenn sie nicht Christian Lindner hätte. Ja, Christian Lindner. Aber wenn ihr kein Geld habt, müsst ihr mehr arbeiten gehen. Ja, ne? Ach, by the way, wir erhöhen mal die Steuern. Und habt ihr gesehen, wie gut ich in schwarz-weiß aussehe? Ja, dann baut euch ein Haus.
Ja, man kann ja immer was sparen, man kann ja immer ein bisschen was zur Seite tun, ne? Das ist ja, wie du Mach ich. hast kein Geld, um überhaupt dir Essen zu kaufen, ja, aber sparen kannst du doch trotzdem. Das ist wie so eine Logik, wenn der in Afrika wäre, würde er sagen, ja, du hast kein Wasser. Ja, dann geh doch Ja, dann einfach zur Quelle. hast du kein Wasser, ja, dann kauf dir doch Wasser. Ja, true. Das ist so ein Das richtiger ist so richtig Lebensmove, nett Alter. Move. Ja. Ich muss sagen, tatsächlich, wenn die Politik noch weiter so Mist macht, ist ja jetzt neulich gab es ja vom Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja überlegt, dass Azubis ab sofort weniger Geld kriegen sollen, wo ich mir persönlich denke, alles klar, nein. Azubis sind schon deutlich unter Mindestlohn. Ja. Also ich bin ehrlich, das würde mich tatsächlich gar nicht mehr stören, wenn ich jetzt 20 Euro oder 40 Euro weniger kriege, weil ich habe meine Eltern, Naja, die können mir Taschengeld geben, dann habe ich natürlich hier ausliefern. Max, es sind vielleicht in einem Monat 40 Euro, aber aufs Jahr gesehen machst du da schon ordentlich Minus. 40 Euro pro Monat mal 12. Ja, also für manche sind 40 Euro schon sehr, sehr viel. Jo. Es kommt darauf an, wie viele Lieferungen ich im Monat mithelf. Also ich glaube, so ein afrikanisches Kind wird sich über 40 Euro sehr freuen. In Afrika, ich freue mich übrigens auch über 40 Euro. Spendiert mir 40 Euro oder ich bringe euch in meinen Keller. Okay, Daddy. Was? Max ist mal wieder AFK in keine Ja, Ahnung. Digga, sag doch auch, dass du mal noch eine Runde so nutzerdefiniert machst. Ja, hab ich die Aufnahme beendet oder sowas? Keine Ahnung. Los. Ja, Dein WLAN schaut ist gerne auf gerade den Kanälen vorbei und lasst ein Abo und Like da. Macht alle glücklich, weil ich bin Tom, ich wusste, traurig. dass die einzigen Personen, die mich Daddy nennen dürfen, ohne dass ich mir denke, what the fuck ist falsch in dem sein Kopf, sind weibliche Personen, die nicht so aussehen wie Günell. Mami? Also weder sehe ich aus wie Günell, noch weißt du, ob ich mich vielleicht nicht doch als Mädchen identifiziere. Das ist mir egal, als was du dich identifizierst, Junge. Er Wenn steht du da leider hinkommst, trotzdem nicht sagst auf dich. Es du, tut mir leid. wenn die so aussehen wie Günell, dann ist das ja doch sehr oberflächlich, ne? Ja, Na, und also hast du jeder steht halt gegründet? auf einen bestimmten Typ. So, man steht ja nicht auf alle Menschen. Das wäre auch. Hallo, Ja, Luca, Mann. du stehst auch auf einen bestimmten Körpertypen. Und Mein ich glaube nicht, Ehemann. dass du was mit ihm anfangen würdest. Wie? Nein, das Also, nicht, aber das hat na. mit ihrem Körper zu tun, weil von körperlichen Sachen her würde sie ja eigentlich schon meinem typischen Bild entsprechen, aber sie ist charaktermäßig einfach grotesk. Was? Wie? Wer? Was? Wo? Nicht nur vom Charakter Warte her, mal, Luca. reden wir über Gnell oder über wen reden wir? Über Günel. Aua. Du Das hast hat gerade geweh. gesagt, Gnell würde deinem Typen entsprechen. Habe ich Ich das habe richtig gesagt, meine verstanden? Lass mich durch. Ich bin wichtig. Ich habe ein Achso, ja, Meeting. die Story mit den Titten, ja, okay, ich weiß schon. Ja. Immer noch so gut. Ey, Mann, das ist. Ich hasse die Map. Jetzt mal mitten da rausgehauen. Hallöchen. Mir juckt's Auge, aber ich kann nichts machen, weil ich gerade ziemlich notgedrungen hier irgendwas versuche. Das ist Nee, so juckt das das? Problem Nee, der juckt. Tryharder, so einfach so. Mein Auge juckt, meine Nase juckt. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, ich bin Erster. Wie fühlt sich das so an? Mich stört, Was? dass der Mauszeiger immer noch mein Nein. Mauszeiger ist in-game. Bam, 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 bam. Da bin ich ja froh, dass ich keinen PC benutze. Ja, das sind diese PC, aber. unfähigen. Das ist ja auch Oh ein. Mann, Leute, ich hasse es. Ist aber auch Oh, ich hab's grafisch kein geschafft. anforderliches Spiel. Penis. Oh, ich hab's geschafft. Ja, Ich hab's geschafft. Das Wenn man Ding ist, nicht ich weiter bin weiß. Ja. in Minecraft bin ich mittlerweile in manchen Teilen besser als Tom, der auf PS4 spielt und ich zocke auf Handy. Inwiefern kann man bei Minecraft besser sein? Was spielt ihr da Hardcore oder was? Nee. Lucky Okay. Block, Survival Games, Battle Arena. Okay. Das ist Ja, alles. Das war aber. alles nicht meine Zeit. Ich habe nur einfach vor mich hingebaut. Damals Ja, mit meinen einmal Geschwistern. machen wir aber Damals. tatsächlich jetzt auch. Also, wenn du Bedrock spielen solltest, du kannst ja gerne Das PC, also ist ein Java.
Nein, muss nicht sein. Mein Time ist leider sehr little. Deine Lieblingsmap. Oh, das ist eine geile Map. Ja, ich mag die ganz gerne. Ja, deswegen singe ich hier oft. Was tust du? Du singst? Ja. Wenn ich frustriert bin und ich meine Frustration verbergen möchte, dann singe ich. Oh, ich hab's geschafft. Bringt dir aber nichts, wenn du dann wie in deinen Streams bei Wreckfest anfängst, alles und jeden zu beleidigen. Boah, das war so legendär. Auf einmal ist Kennys Mutter eine Prostituierte. Das habe ich nicht gesagt. Das war nicht auf Kennys Mutter. Das war auf seine Mutter. Ah, es war nicht auf Kennys Mutter, es war auf Kennys Mutter. Oh, warte, was? Schein. Doch, oh, doch, Tom. Kann sich nicht reden. Das sagen. Unglaublich. Richtig. Nein! Ich hab's geschafft! Ich hab's nicht schaffen. Ja! Ja! Snitches! Luca, die Map, das ist so Karma, wenn du rausfliegst. Wieso denn das? Hat er dir dein letztes Nutella-Brot weggegessen? Oh, das verstehe ich. Nein, weil Luca die Map nur ausgewählt hat, um mich abzufacken. Ach, scheiße, Luca schafft es. Ja, Luca hat die Map nur ausgewählt, um mich abzufacken, aber diesmal hat es nicht geklappt. Diesmal ist das so? Ist das so? Das klingt aber so. Ja, true. Tom hört sich immer, wenn Tom abgefuckt ist, hört man das übelst leicht raus. Er hat mich nicht abgefuckt, ich schwöre, er hat mich nicht abgefuckt. Er hat mich nicht abgefuckt, ich hab noch meine ganze Familie abgestochen. Ich bin voll happy gerade. Ich würde am liebsten ein Schwein umbringen. Ja. Ich bin voll happy gerade. Ich würde am liebsten Lukas Familie abstechen. Nein. Nein, der arme Luca, der kann. Sammle sie alle. Also, der kann schon was. Ja, sammle sie alle. Hört sich an die Pokémon, ne? Warte, catch them all. Hoppala. Das war schmerzhaft fast. Au, aua, aua. Ah, mein Bein. Ah. Null. So ist. Natürlich bin ich Vierter, das ist ja wirklich schmerzhaft. Leel. Komm ich, wo das wohl einfacher ist. Saas. Luk. Dick Lul. Wie viele Leute sind da überhaupt noch drin? Ich weiß gar nicht, ob Vierter nun gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich recht schlecht. Du musst Erster sehen. Na dann, dann brauche ich mich ja gar nicht anstrengen. Das wird ja nichts mehr hier. Das ist Finale, also ich bin Sechster. Ich habe keine Chance. Ich bin jetzt Dritter im Moment, aber das hilft mir auch nicht wirklich. Boing! Außer ich mache den richtig unfairen Move. Gonna see me, get so crazy, for your love, I'm on the pay for you, shut up, go now, gas, einfach hier an dieser Pyramide, ey. Blö. Ich bin immer noch Sechster. Ich bleib die ganze Zeit Dritter jetzt. Whee. Boing, boing. Oder Dritte. Also ganz ehrlich, solche Menschen, die sagen, ich identifiziere mich als Kartoffelstulle. Oder Marmeladendöner. Oh. Ein Marmeladendöner. Oh, Luca, wie viel hattest du? 67. Ah, ich hatte 62. Schön. Ah, oh, ich war lange Erster. Ich war lange Erster. So, also Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Vielen Dank an die komischen Vögel, dass die alle mitgemacht haben. Und cool. Wieder, wenn es wieder heißt, let's go in Stumble, guys, mit dem Interfox. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und tschüss. Tschüss. Okay.